Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. The Pink Cowboy Hat hat sich vor einer gefühlten Ewigkeit ein nicht weihnachtliches Tiramisu gewünscht, denn ich habe ja mal vor 2 Jahren oder so ein Tiramisu gemacht, in dem ich Spekulatius-Kekse als Biskuit genommen habe und dadurch war es halt so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Und diesmal wollte ich gerne einen Biskuitteig selbst machen, denn vegane Kekse gibt es glaube ich nicht so oft zu kaufen und veganen Löffelbiskuit habe ich glaube ich noch gar nicht gesehen. Außerdem ist es natürlich viel günstiger, wenn ihr den Teig selber macht. Es gibt auch Varianten mit Zwieback, allerdings ist das nicht so mein Fall, denn ich finde, mit Zwieback schmeckt das einfach immer so ein bisschen, ja, seltsam. Darum gibt es heute selbstgemachtes veganes Tiramisu mit eigenem Biskuit. Okay, los geht's. Mit dem Biskuitteig fangen wir erstmal an. Ihr braucht erstmal eine Zitrone. Davon könnt ihr dann ein bisschen die Schale abreiben. Ja, Zitronenschale gibt es natürlich auch gekauft und genauso gut könnt ihr auch Zitronenöl verwenden. Die Schale könnt ihr erstmal in einen Behälter geben, in dem auch gleich euer Teig angerührt wird. Außerdem braucht ihr eine halbe oder wenn ihr es noch intensiver haben möchtet, eine ganze Vanilleschote. Das mag, könnt ihr da einfach rauskratzen. Dann braucht ihr 60 Gramm Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl Typ 630. Außerdem braucht ihr 40 Gramm Stärke. 2 Teelöffel Backpulver, 90 Gramm Zucker. Die trockenen Zutaten könnt ihr jetzt erstmal einmal schön verrühren und außerdem 130 Milliliter Wasser. Und mit einer elektrischen Aufschlagmaschine könnt ihr den Teig dann einfach schön aufschlagen. Ungefähr so 2 bis 3 Minuten sollte das schon geschlagen werden, damit auch ein bisschen Luft in den Teig kommt. Und dann solltet ihr euren Ofen schon auf 200 Grad vorgeheizt haben, und zwar diesmal Ober- und Unterhitze. Denn bei Umluft kann es sein, dass das Ganze einfach ein bisschen ungleichmäßig braun wird. Und ihr gebt euren Teig jetzt ganz einfach auf ein mit Backpapier belegtes Backblech, damit der Teig auch schön flach gebacken wird. Und verteilt das Ganze auch schön in die Ecken. Und jetzt kann das Ganze, wie gesagt, bei 200 Grad circa eine Viertelstunde gebacken werden. So, das war jetzt eine Viertelstunde. Und der sieht da super aus, finde ich. Den lasse ich jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Ja, während das abkühlt, können wir uns schon mal um die Mascarpone-Creme kümmern. Also die Mascarpone-Creme. Dafür habe ich hier schon mal 400 Milliliter Milch. Die bringe ich jetzt erstmal zum Kochen. Einen kleinen Teil davon habe ich abgenommen. Das könnt ihr eigentlich Pi mal Daumen machen. Und habe eine Puddingpulverpackung reingerührt, also einen Vanillepudding, der für 500 Milliliter eigentlich gedacht ist. Das heißt, wir kochen jetzt einen etwas dickeren Pudding. Außerdem brauchen wir nochmal 2 Esslöffel Zucker. Wenn euch jetzt der Zucker im Teig schon ausreicht, könnt ihr den aus der Creme auch weglassen. Die könnt ihr schon mal in die Sojamilch geben und die dann erst einmal aufkochen lassen. Sobald die Sojamilch kocht, könnt ihr dann euer Puddingpulver hineinrühren und das Ganze einmal aufkochen lassen. Und sobald der Pudding wirklich richtig schön angedickt ist, könnt ihr euren Herd ausmachen und den Pudding vom Herd nehmen. Jetzt haben wir natürlich einfach nur einen gekochten Pudding, das heißt, es ist noch lange keine Mascarpone-Creme. Was Mascarpone-Creme ja auch ausmacht, ist, dass sie einfach wirklich sehr fettig ist. Das heißt also, wenn ihr wirklich nicht auf fettige Nachspeisen steht, dann ist Tiramisu sowieso nicht das Richtige für euch. Ich nehme jetzt hier in diesem Fall Kokosfett, und zwar 100 Gramm. Und jetzt braucht ihr wieder ein Gerät zum Aufschlagen, denn jetzt könnt ihr erstmal den Pudding mit dem Fett vermixen, bis ihr eine richtig schöne homogene Masse habt. So ungefähr 1 bis 2 Minuten schlagen und ihr habt eine richtig schöne Puddingcreme. Dann braucht ihr etwas Kaffee, also wirklich nicht viel, insgesamt vielleicht eine Tasse. Und gebt davon ungefähr 3 bis 4 Esslöffel in eure Creme. Was an dieser Stelle übrigens auch sehr lecker ist, ist Kaffeelikör. Wenn ihr sowas zu Hause habt, dann könnt ihr stattdessen auch das verwenden. So, den Kaffee nochmal schön unterrühren. Und natürlich könnt ihr auch statt Kaffee ganz einfach Espresso benutzen. Das ist aber einfach eurem Geschmack überlassen. So, und fertig ist eure vegane Mascarpone-Creme. So, euer Teig sollte auch inzwischen ein bisschen abgekühlt sein. Den könnt ihr jetzt erstmal vom Backpapier lösen. Und mit einem Messer könnt ihr den dann in Form schneiden. Passt den einfach an die Größe eurer Form an.
die ihr später für das Tiramisu verwenden möchtet. Dann nehmt ihr eure Form und gebt als erstes eine dünne Schicht Puddingcreme auf den Boden. Teilt diese schön. Dann kommt die erste Teigschicht darauf. Da könnt ihr auch ein bisschen puzzeln, denn den Teig wirklich genau in die Form anzupassen, ist meistens einfach ein bisschen schwierig. Jetzt kommt wieder euer Kaffee oder Espresso zum Einsatz. Gebt einfach ein paar Esslöffel auf den Teig. Alternativ könnt ihr übrigens den Teig auch ganz einfach richtig klein schneiden, also in kleine Kekse schneiden sozusagen und diesen dann einfach in einen Teller tunken, in den ihr den Kaffee gegossen habt. Ist auch eine Möglichkeit. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden, weil ich finde einfach, dass das weniger Arbeitsschritte sind. Dann gebt ihr eure Creme darüber. So, dass ihr noch genug habt, um später die obere Seite wieder abzudecken. Dann kommt wieder eine Teigschicht darauf. Und noch ein bisschen Kaffee darauf verteilen. Ich habe jetzt ungefähr nur eine halbe Tasse insgesamt verwendet. Und dann ganz oben drauf die letzte Puddingcreme. Das waren jetzt bei mir nur zwei Schichten und bei euch je nach Form ändert sich natürlich auch die Anzahl der Schichten, die ihr benötigt. Aber ich denke mal, breiter als das sollte es nicht mehr sein. Das ist schon ziemlich breit, meine Version hier. Und ja, übrigens gibt es auch eine andere sehr schöne Möglichkeit. Ihr könnt zum Beispiel so ein Glas nehmen und den Teig damit sozusagen ausstechen. Dann eine Teigschicht unten reingeben, ein bisschen Creme obendrauf, Teigschicht, Creme und so weiter. Und damit habt ihr sozusagen ein Tiramisu im Glas. Ist auch eine sehr schöne Angelegenheit, aber ich finde, ja, so ist es auf jeden Fall klassisch. Dann kommt noch etwas Kakaopulver oben rüber. Siebt es ganz einfach durch ein feines Sieb. Und fertig ist euer Tiramisu. Natürlich ist es jetzt noch nicht essfertig, denn es muss einfach noch durchziehen, dass der Teig auch schön weich wird und sich mit der Creme verbindet. Ich werde das jetzt ungefähr einen Tag in meinem Kühlschrank stehen lassen. Und morgen werden wir dann verkosten. Okay, bis dann. Und willkommen zurück. Ja, das Tiramisu hat jetzt wie gesagt einen Tag im Kühlschrank gestanden und sollte jetzt auf jeden Fall gut durchgezogen sein. Also kosten wir mal. Wenn ihr da jetzt mit einem Messer durchkleidet, dann sollte es auf jeden Fall wie von alleine gehen. Also weich wie Butter sein. Ja, ungefähr so sollte euer Tiramisu dann im Endeffekt aussehen. Je nachdem natürlich, wie hoch ihr das geschichtet habt. Also ihr könnt entweder ein doppeltes Rezept nehmen oder einfach eine schmalere Form benutzen, in denen ihr einfach mehrere Teigschichten machen könnt. Ja, mal kosten. Also es zergeht wirklich auf der Zunge. Und meine Version schmeckt jetzt auch nicht so extrem nach Kaffee. Wenn ihr jetzt Espresso benutzt, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver sein. Und übrigens, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen intensiver haben möchtet, könnt ihr auch ganz einfach in die Creme solch Instant Kaffeepulver reinrühren. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Und es gibt noch eine schöne andere Variation, die ihr damit machen könnt, nämlich ein Frucht-Tiramisu. Zum Beispiel könnt ihr Orangenmarmelade in die Creme reinrühren. Dafür dann den Zucker rauslassen und den Teig nicht in Kaffee tränken, sondern in Orangensaft. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein paar Orangenfilets reinlegen zum Beispiel. Und im Grunde könnt ihr das auch mit jeder anderen Marmelade bzw. mit jeder anderen Frucht machen und könnt so euer eigenes Frucht-Tiramisu herstellen. Mh, oh, war lecker. Ja, und wenn euch dieses kleine Rezept gefallen hat, dann vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!